Tunnel. Aspekte vom Alpha, die ich wirklich vermissen werde. Der Sound. Aber sonst muss ich ehrlich zugeben, dass ich nicht wirklich mit diesem Wagen warm geworden bin. Nämlich beim letzten Alfila-Treffen stand ich neben dem Wagen und dachte mir so, hey, der sieht ganz cool aus. Aber ich hatte nicht das Gefühl, hey, das ist meiner. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, an dem wir jetzt im Januar waren. Mit Evoli. Nämlich geht der Alpha jetzt von uns. Schon komisch, ne? Im Januar habe ich Evoli verkauft, jetzt haben wir März, jetzt verkaufe ich den Alpha. Ja. Ich wusste, dass er äußerlich in einem schlechteren Zustand war, aber technisch bei der Probefahrt war er okay. Deswegen dachte ich mir, okay, gibt eine coole Videoreihe, da kann ich zeigen, wie ich den Wagen wieder auf Vordermann bringe. Mit meinen Mitteln, mit den Clutch-Kick-Methoden. Nur hat leider da jetzt der Rost einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass der Wagen jetzt für mich ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Und auch jetzt gerade in dieser Situation mit den ganzen Spritpreisen wäre es definitiv besser, sich etwas Kleines, Leichtes, Günstiges, Spritsparendes zu holen. Und da ist der Alpha gerade für mich persönlich fehl am Platz. Deswegen machen wir heute die letzte Fahrt mit dem Alpha und verabschieden uns so von einem kleinen Gefährten, der uns leider auch nur kurz begleitet hat. Schade. Ich mag den 159 wirklich sehr und für mich persönlich ist es eines der schönsten Alphas der 2000er Jahre. Deswegen habe ich auch unbedingt zugeschlagen, als ich einen so günstig gesehen habe. Nur war das leider ein cool Car, bad decision. Jetzt hole ich nochmal Chris ab für die letzte Fahrt mit dem Alpha, weil da wollte er mit dabei sein. Und dann sehen wir uns, sobald er uns zusteigt. Buongiorno, liebe Freunde des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Moment, falsches Format. Daher kenne ich dich. Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise, eine letzte Reise. Für gewöhnlich hat man die letzte Fahrt mit seinem Auto, was man gern hat, auf Serpentinen oder einer der Lieblingslandstraßen, die man hat, oder noch einmal um den eigenen Block. Bei uns ist es... Mit dem Alpha bei der Nordschleife. Ich habe mir gedacht, der Alpha soll zur Hölle fahren. Deswegen sind wir hier. Ah, fahr doch nicht so schnell! Ich habe noch gar nicht angefangen. Rote Barcode. Ah, danke. Das haben die neu gemacht, du, im Winter.
Sonntags um 15 Uhr mega über die Nordschleife fahren. Voll geil. Ist schon chillig. Einziger Nachteil, du kriegst keine Fotos, weil hier kein Fotograf ist. Hallo! Ah. Thema an, ne? Hallo, hier ist 70. Oh, und hier ist sogar 50. Oh mein Gott, ich bin ja einfach viel zu schnell. Ah. Und hier ist wieder unbegrenzt. Das ist gut. Hoppala. Hoppala. The rear of the car was getting all loosey-goosey in the last sector there. Und die Runde ist vorbei. Ja, sehr geil. Der Alpha hat die Runde überlebt. Und wir auch. Gott sei Dank. Vor allem, dass wir überlebt haben, ist das Wunder bei dem Fahrer. Ja. Scheint wohl doch nicht allzu schlecht zu sein. Die Rennleitung.